Die Arbeit als Werder-Retter hat Thomas Schaaf ja schon am Sonntag aufgenommen, als Nachfolger von Florian Kohfeldt. Aber so richtig los ging es erst an diesem Montag, und zwar mit dem ersten Training des alten neuen Trainers. Und ganz früh, so um 9.40 Uhr, fuhr das Trainerteam schon hier zum August-Wenzel-Stadion. Denn dort wurde trainiert, so 3-4 Kilometer vom Fuchsbach-Hotel entfernt. Dort sind zwar auch Trainingsplätze einer Sportschule des Niedersächsischen Fußballverbandes, aber hier sind doch die Bedingungen noch ein bisschen besser. Neben dem Stadion gute Trainingsplätze. Und da war Thomas Schaaf mit seinem Trainerteam ganz früh schon da. 9.40 Uhr von der Mannschaft, keine Spur. Und dann wurde viel aufgebaut. Zwei Kleinfelder, ein Spielfeld noch mal extra und einiges mehr. Und dann auch eine Taktiktafel, wo Thomas Schaaf schon ein bisschen was draufgeschrieben hat. Da dachten wir erst, oh, er wollte seinen Kollegen, seinen neuen Co-Trainer mal zeigen, was er nachher vorhat. Hat er auch ein bisschen gezeigt, aber da ging es schon richtig um Taktik. Da kommen wir gleich noch zu. Und dann hat er lange mit Daniel Zenkovic, dem Co-Trainer, dem Florian Kohfeldt Co-Trainer, gesprochen. Dann natürlich auch mit Tim Borowski. Und ja, mit Wolfgang Rolf musste er nicht viel sprechen. Den kennt er ja schon ewig, den hat er mitgebracht. Ja, und dann ging es los. Die Mannschaft kam erst über eine Stunde später, so lange wurde aufgebaut, wurde noch ein bisschen geredet bei den Co-Trainern. Und dann kam die Mannschaft, die stretchte erst ein bisschen. Thomas Schaaf guckte sich das an. Dann wurde aufgewärmt, wurde gelaufen. Thomas Schaaf ging mal dazwischen. Dann wurde nicht Fußball, sondern Handball gespielt. Aber Achtung, das ist ein Aufwärmprogramm, was es sonst auch beim SV Werder gibt. Also nichts Besonderes. Und dann wurde die Mannschaft in zwei Gruppen geteilt. Einmal die Stammspieler vom Wochenende, so Delke, der lange gespielt hatte. Und dazu dann auch Bittencourt und Moisander. Die waren in einer Gruppe übrigens nicht dabei. Ömer Toprak, der saß nur auf der Kiste am Spielfeldrand. Thomas Schaaf unterhielt sich ein bisschen mit dem. Der muss wohl geschont werden, der kann noch nicht so viel trainieren nach seiner Wadenverletzung. Und Niklas Füllkrug war übrigens gar nicht da. Da werden wir uns mal erkundigen, was da los war. Naja, und die Gruppe mit Wolfgang Rolf, die machte erst Passübung und dann hinter schön ordentlich Torschuss. Und zwar so, ich würde fast sagen, wenn das kein Motivationstorschusstraining war, dann weiß ich es nicht, weil so aus 5 Metern durften die den Ball aufs Tor schießen. Der muss ja da auch irgendwie mal langsam wieder rein. Und einer hat besonders viel getroffen, Davy Selke, wenn das vielleicht nicht mal ein gutes Omen ist. Ja, aber die andere Gruppe war noch viel spannender. Das waren so ein bisschen so die Felix Agus. Milot Rashica auch dabei, war ja auch nur ein Wechselspieler zuletzt. Und den erklärte Thomas Schaaf lange an der Taktiktafel, von der wir am Anfang schon gesprochen haben, was er gleich vorhat. Kleinfeld aufgebaut und dann wurde auf dem Kleinfeld Spieleröffnung trainiert. Und wir hören und schauen einfach mal rein, weil das ist Thomas Schaaf, wie er leibt und lebt. Schaut rein. Ja, gut so. Stunde war die Einheit dann auch beendet. Man muss dazu sagen, heute ist der zweite Tag nach einem Spiel. Das ist normalerweise der reine Regenerationstag. Da wird eigentlich gar nicht trainiert. Das machen fast alle Trainer so. Deswegen war das schon eine Besonderheit, dass heute überhaupt trainiert worden ist. Aber Thomas Schaaf will natürlich jede Sekunde und jede Minute nutzen, die er jetzt mit der Mannschaft hat. Er hat ja nur diese wenigen Tage bis Samstag, wo dann das Endspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Programm steht, wo es um den Klassenhalt für Werder geht. Ja, die Relegation wenigstens zu retten und den direkten Abstieg zu verhindern oder vielleicht sogar das Wunder zu schaffen, mit einem Spiel gleich noch in der Liga zu bleiben. Naja, und die Gelegenheit hat er genutzt. Und man muss ganz ehrlich sagen, so wie Thomas Schaaf das heute gemacht hat, das war schon beeindruckend. Er war sofort voll da und Feuer und Flamme. Er ging ganz nah ran an die Spieler. Sind natürlich alle getestet. Da kann also nichts passieren. Werder testet ja täglich.
Und man hat eben wirklich diese Begeisterung, von der Frank Baumann ja auch gesprochen hat, diese Begeisterungsfähigkeit, die er ausstrahlen kann, Thomas Schaaf, die hat er wirklich auf den Platz gebracht. Da hatte man den alten Schaaf, so wie man ihn kennt früher in seinen besten Zeiten, den hat man da wirklich vor Augen gehabt. Und einmal sagt er so einen Spruch wie, Leute, jetzt habt ihr es endlich begriffen, jetzt läuft. Und dann gab es 40 Ballkontakte am Stück von der Mannschaft in Gelb gegen die Mannschaft in Lila. Und Thomas Schaaf war begeistert und freute sich einfach. Ja, also die Stimmung ist, ich will nicht sagen besser geworden, aber anders. Und natürlich braucht die Mannschaft jetzt Zuspruch, weil nach dieser Niederlagenserie ist man am Boden und will wieder nach oben kommen. Ich glaube, das war ein erster guter Schritt in diese Richtung. Dann fing es an zu regnen, fürchterlich an zu regnen. Aber die Laune war deswegen nicht schlechter. Thomas Schaaf sprach noch kurz mit Frank Baumann, ging vom Platz. Und dann gab es eigentlich die schönste Szene des Nachmittags. Die schilder euch noch ganz kurz. Thomas Schaaf ging zu seinem Auto, der ist mit seinem Auto gekommen, machte den Kofferraum auf, zog seine Schuhe aus, seine Fußballschuhe, die er natürlich anhatte, zog sich Straßenschuhe an und putzte dann ganz ruhig, in aller Seelenruhe, mal eben mit der Bürste seine Fußballschuhe ab. Schuhe wieder rein, Klappe zu und Heimfahrt. Weiter geht's. Arbeit war vollbracht. Ich nehme mal an, dass am Nachmittag noch in dem Hotel einiges gearbeitet wird. Und dann geht es die nächsten Tage weiter. Am Donnerstag soll es wohl schon zurück nach Bremen gehen. Dann am Freitag die Vorbereitung fortgesetzt werden in Bremen, um dann am Samstag das Wunder zu schaffen. Die Deichstube ist für euch vor Ort. Alles andere lest ihr auch dort. Ciao.